Schön, dass du da bist. Ich freue mich sehr. Wie wirkst du im Moment auf die Männerwelt? Das schauen wir an. Mit den Karten, mit meinen Tarotkarten. Okay? Das ist so ein bisschen eine Reflexion, ja? Und ich bin schon sehr, sehr gespannt drauf. Das heißt, dieses Orakel ist wirklich einfach für Frauen. Wie wirkst du als Frau auf die Männerwelt? Ist natürlich auch einfach mal Interesse halber. Welche Ausstrahlung hast du? Einfach mal ein bisschen zu reflektieren. Dazu gibt es drei Möglichkeiten zur Auswahl. Wie wirkst du auf die Männerwelt jetzt in diesem Moment? Wo du dieses Video, diese Legung schaust. Wie wirkst du auf die Männerwelt? Welche Ausstrahlung hast du? Alle drei Möglichkeiten, alle drei Karten sind gezogen. Bei Bedarf gibt es Klärungskarten. Eins, zwei, drei. Wieder jetzt. Wenn du die Möglichkeit Nummer eins gewählt hast, dann wirkst du auf die Männerwelt. Wie so eine Träumerin, romantisch, verträumt. Ja, vielleicht manchmal auch so dass du dich mal so fühlst, mal so, also ein bisschen schwankend, ja. Sehr emotional wirkst du auf die Männerwelt. Mitunter auch nicht greifbar. Also man, die Männer denken sie, oder es wirkt so auf die Männer. Ich weiß gar nicht, was die jetzt denn da fühlt und was die gern möchte und was sie dir erwartet. Also so nebulös. Okay. Und auch könntest du auf manche Männer so wirken, dass sie den Eindruck haben, das heißt nicht, dass du so bist, ja, dass man dir so ein bisschen was, dass du dich so ein bisschen einwickeln lässt, sagt man in Österreich. Also wenn man dir ein bisschen schön redet, ja, dass du das glaubst, dass du leichtgläubig bist, wenn man dir so ein gutes Gefühl vermittelt, so ein bisschen naiv. Ja, wenn du sagst, na na, das, so bin ich gar nicht, ja, das ist der Eindruck.
der Männerwelt. Wenn du die Eins gewählt hast, die Ausstrahlung, ja. Nummer 2. Wenn du die Nummer 2 gewählt hast, dann wirkst du so auf die Männerwelt, dass du bereit bist, um die Chance in Sachen Liebe zu ergreifen. Und nicht nur das. Du wirkst auf die Männerwelt so, dass du sagst, du willst die eine Liebe, die wahre Liebe. Auch, dass du ja da schon fokussiert bist, wie diese Liebe zu sein hat. So ist es jetzt im Feld, wenn du die zwei gewählt hast. Also, du weißt genau, wie du dich fühlen möchtest und musst, dass das deine emotionale Erfüllung ist. Dass du lieben willst, lieben kannst und auch geliebt werden möchtest. Es soll die Liebe sein. Und du bist bereit, diese Chance zu ergreifen. Und auch, dass du sagst, ja, das kann jetzt auch nicht jeder sein, ja. Es soll sich ganz genau so anfühlen. Es soll mein Herz weit machen. Es soll mein Herz zum Überfließen bringen. Voll Liebe. Das streust du aus, dass du dafür bereit bist und für nichts anderes. Sehr fokussierte Energie. Wenn du die dritte Variante, Zahl 3, gewählt hast, dann wirkst du wie folgt auf die Männerwelt jetzt. Erschöpft, müde, regenerationsbedürftig, beziehungsweise auch, dass du so wirkst, als wären dir die Männer egal. Das hat überhaupt keine Bedeutung gehabt. Hat keine Bedeutung. Du hast die Männerwelt schlafen gelegt, sozusagen. Du wirkst so, dass du, oder hast du die Ausstrahlung, dass du es auch nicht so eilig hast. Dass du sagst, ach ja, da wird schon mal der Richtige kommen. Oder wenn du jemanden kennengelernt hast, dass du sagst, ach ja, wenn wir uns sehen, das wird schon mal passen. Ja? Das wird schon mal passen. Du hast es überhaupt nicht eilig. So wirkst du auf die Männerwelt. Jetzt in diesem Moment. Ich danke dir für dein Like, für dein Abo, fürs Teilen von meinem Kanal. Alles, alles Liebe zu dir und viel Segen. Bis bald, Stella.